Willkommen vor den Empfangsgeräten, ich bin Mongons Jakob von Infracta und ich bin wieder in Geheimnisnacht der Warhammer Total Conversion Mod für Crusader Kings 2. Und wie ich es mir gedacht habe, wie ich die Mod gesehen habe und wie ich es auch gesagt habe im ersten Video, verdammte Scheiße nochmal, ich komme davon weg, ich würde so gern ganz andere Spiele noch zocken und ich habe so viel in letzter Zeit auch wieder gekauft, es gab so viele schöne Angebote, Steam Summer Sale, da habe ich übelst, aber übelst zugeschlagen. Verdammte Steam-Ganoven-Halunken, Wegelagerei, so, und sowas. Dann wieder so eine Spielezeitschrift gekauft, da waren wieder 4 Vollversionen dabei, was habe ich mir noch, ein Humble Bundle habe ich mir wieder gegönnt, ja. Also, ich glaube, ich habe irgendwie in den letzten 2-3 Wochen 50 oder 60 Videospiele wieder gekauft. Es ist ein Irrsinn, ja, ein Wahnsinn. Aber ich komme nicht dazu zu zocken, weil ich mein viel lieber diese Mod zocke und das ist doch desaströs, oder? Egal, es macht halt einfach so irrsinnig viel Spaß. So, an wen überfallen wir jetzt? Dödelödelödelöd, erstmal entlassen wir mal die Truppen. Ja. Das ist doch gar nicht notwendig, ich kann immer ganz Gebiet auf einen Schlag platt machen. Um die muss ich jemand anderes kümmern. Da habe ich mir keine Lust zu. Habe ich denen nicht ganze Gebiete übertragen, damit die... ich habe hier doch mittlerweile 3 große in meinem Reich. Hier Florida, Söll und den Wissenländer, das Brüdersche. Die sind eigentlich stark genug. Ärgerlich. Alles äußerst ärgerlich. So, hier muss man gar nichts neu gliedern, sehe ich gerade. Da sitzen... Die sind sigmaritisch. Da sitzen irgendwelche jungen, netten Leute drin, die mich gut leiden können. Super. Die können gerade drin bleiben. Alles gut. Dann würde ich sagen... So, den kann ich gerade, ja, das wäre halt nicht so gut, wenn ich den jetzt angreife wegen der Pietätsgedöns, weil der sich gerade mit, hä? Ach, der kloppt sich mit irgendwelchen Gobbys. Ach, das ist eh gleich beendet. Gut, dann doch gegen die Hunde. Ah, gut gemacht, Brüdersche. Ja. So, die Truppe ist daheim. Dann Wasser einlassen. Hier bewege ich schon mal runter. Erweitern wir das Streich. Oder ich kümmere mich erstmal um das hier im Westen. Das ist extrem lästig. Aber das kann eigentlich mal der Söllner machen. Was treibt der denn? Der kann 6000 Mann ausheben. Warum zum Geier macht er es denn nicht? Weißt du was? Das machen wir jetzt. Das ist einfach gut. Nee, Sigmund, du musst nicht schon wieder ran. Lass mal Rudolf, so Red Nose Reindeer das machen. Der soll das jetzt mal machen, der Söllner. Der hat genug Soldaten. So lange warten wir halt noch mit dem Angriff ab auf Mittelland. Bis dahin hat der auch irgendwie... Oh, wie nett. Wie unerwartet, aber nett. Sehr gut. Brüder schon ein bisschen kassiert. Sehr schön. Krieg ist beendet. Können wir uns um die da unten mal kümmern. Dumm die dumm die dumm die dumm. Oh,
Orks. Ah, sieh an, der Florida hat mal sein Geld genutzt und hat das hier mal missioniert und ausgeputzt. Sehr gut, guter Mann. Haben wir schon mal eine Provinz weniger, die ab und zu rumnervt. Ja, die haben hier oben, Bretonia hat mal seine Nordküste aufgeräumt. Es ist nur noch die hier übrig. Bretonia hat generell ordentlich aufgeräumt. Und sich ordentlich ausgedehnt. Langfrist Bretonia fast noch eine größere Bedrohung als Sylvania. Wer ist denn Erika? Okay. Oh, der Krieg läuft immer noch Westerland gegen Sylvania. Das sieht auch gut aus, oder? Jetzt hier mit dem Herzogtum Nattern oder was immer das jetzt ist. Genau, Herzogtum Nattern. Haben wir hier eine richtig schöne Linie runtergemacht. Sauber. Langsam wird das ja mal. Wenn wir hier das Bereich noch haben, dann sieht hier im Süden das auch gleich ganz ordentlich aus. Danach noch hier Westerland und haben wir hier richtig schön aufgeräumt. Die hauen alle ab, wenn er näher kommt. Sehr gut. Die sind ja wieder ausgestiegen. Die Ratte geht nicht. Nichts gibt's. Gibt's aufs Maul jetzt. Damit machen wir ja wieder Plus. Können wir wieder ein bisschen was bauen. So. Durch komme ich auch noch. Lass mich erstmal hier im Süden Stück für Stück alles putzen. So. Das wäre ein ordentlicher Kampf, den er da habe. Ach, die Sklaven. Alles klar, tschüss. In Sylvania ist irgendwie Stress. Das nutzen wir doch direkt aus. In der Zwischenzeit können wir hier im Westen mal für Ordnung sorgen. Gut, hätte ich jetzt auch schon früher dran denken können, das ist mir auch klar.
vegetarisch. Aber müssten sie trotzdem gewinnen. Das sind nur Gobis. Gobos, kann man einfach plattwalzen. Also. Zerstampfen wir die hier. Aber in der Zwischenzeit können wir uns mal irgendwie um die Sippe kümmern. Dann drücken wir hier kurz Pause. Okay, der ist schon tot. Die ist verheiratet. Matrilinear. Ja, sehr gut. Josef ist verheiratet. Und hat seine Frau verstanden. Ah ja, genau. Alles klar. Die haben wir mit der Halbschwester verheiratet. Ist, oh, und ist schwanger. Sehr schön. Die bringen wenigstens ein paar... Das scheint in der Familie von Holzkrug zu liegen. So, der ist auch verheiratet. Hat schon gut, hat sich gut was gewählt. Guter Mann. Dietmar. Müssen wir verheiraten. Dietmar, mit wem verheiraten wir dich? Mit Zora. Ja, immerhin ist sie tapfer, aber sonst ist sie jetzt nicht so der Burner. Wir gucken mal. Die hat doch noch Geschwister. 15, ist doch gut. 13. Just, Persian, Brave. Die sieht doch gut aus. Warum so ein Geier geht das jetzt nicht? Da müssen wir noch abwarten. Die Dorte. Nein, nee, das tun ja nie. Ich nicht. Also hallo. So, okay, bei den Geschwistern. Der ist ja tot. Da hat einen Stall voll Kinder. Hat er eigentlich gut verheiratet? Ja. Okay. Ja, den würde ich zu gern das hier wegnehmen, dass ich ihn verheirate. Der hat super Werte. Das wäre ein genialer Kaiser geworden. Ah. Okay. Ich meine, der ist verheiratet. Die haben auch verheiratet. Oh. Ah ne, Ulriken. Okay. Aber trotzdem, Mutant. Egal. Okay, aber jedenfalls die Familie irgendwie weitgehend versorgt, so dass es okay ist. Sieht aus, als ob Westerland gewinnen würde. Gut. Immer schön hinterher die platt machen. Ah, bald können wir mit Sylvania wieder loslegen. Sehr gut, die sind eh gerade geschwächt. Das heißt, wir schnappen nämlich Mittenland einsacken und dann was schnappen wir jetzt von Sylvania? Ja, oh, cool. Noch ein Söhnchen. Wir nennen ihn Siegfried nach dem Vater. Das ist mir zu viel. Schön. Haben wir für dich irgendwas? Nee, im Moment nicht. Aber bald.
Die rennen ja immer noch. Ey, soll ich... Toll. Die sind auf Goblins gestoßen. Das wird jetzt nicht so gut laufen. Das nervt so hier immer diesen Ork-Scheiß hier im Norden. Also im Nordwesten. Wir können hier oben eigentlich... Ach, da wird... Nee, da können wir nur was bauen. Aber 800 Geld jetzt mal wieder zusammenbringen. So, aber der eine Kampf ist gleich vorbei. Einmal der Rundkurs um die Pale, jemand der Pale ist bleiche Schwestern. Das ist manchmal ganz bescheuert, wenn man eigentlich relativ gut sich auskennt mit einer Fremdsprache, man weiß sofort, was das Wort bedeutet, aber dann sitzt man erstmal da und weiß, also man weiß, was es bedeutet, Pale, ja, aber dann so, wie übersetzt man das eigentlich nochmal, wenn einem das deutsche Wort dafür nicht einfällt. Ganz übel ist es ja immer, wenn man zum Beispiel in Frankreich ist, man labert da mit jemandem, man versteht auch ungefähr, was der Mensch von einem will, aber es fallen einem die Vokabeln nicht ein, um vernünftig zu antworten, und dann stottert man wie so ein blöder Irrer da rum und alle gucken einen an und denken so, deutscher Depp. Gut, das sind so Momente, da will man diesen Franzosen dann den alten Witz erzählen, warum es in Frankreich so viele Alleen gibt. Gut, kennt ihr, oder? Ja. Den bringe ich hier jetzt nicht. Ja. Wenn ihr nicht kennt, bringe ich ihn hier jetzt auch nicht. Das ist so ein Bundeswehrwitz. Der ist auch irgendwie nicht lustig, glaube ich, für die Leute, die das nicht irgendwie... Ich glaube, er ist immer lustig, aber er ist halt einfach politisch nicht korrekt. So, jetzt ist das aber auch mal gleich zu Ende. Jetzt ist ein letzter Kampf und dann lösen wir die Truppe auf. Den Rest schaffen unsere Vasallen eigentlich allein. Und jetzt schafft ihr auch endlich mal hier die drei Provinzen auch noch irgendwie mal. Ey, das ist mein Gebiet, wo die gerade rumgammeln. Ich glaube, mein Schwein pfeift.
Scheiße, was? Dann steht hier doch nochmal darüber. Dann kann Söll da nochmal helfen. Wir haben euch geholfen, helft ihr jetzt nochmal uns. Das war schon der siebte Aufstand. Leute, es ist irgendwann mal gut. Ich meine, es dürfen noch keine Orks mehr übrig. Gut, die vermehren sich ja wie Fruchtfliegen im Spätsommer. Der ist dann talischt. Wo ist denn Red Redemption? Keine Ahnung. Jo, für Westerland läuft's gut. Die haben immer noch keinen Krieg, sehr gut. Nächste scheiß Nurgelseuche. Wer seid ihr überhaupt? Jetzt kommen die schon aus Arabia zu uns zum Plündern. Also irgendwo hakt es jetzt aber auch mal, oder? Geht hier rüber und verhaut die, und zwar kräftig. Die überleben, lass ein oder zwei überleben. Die sollen in Arabia dann was erzählen. Wobei, mit ein oder zwei kommen sie mit dem Schiff nicht heim. Okay, verbrennt alles, ja. Verbrennt die Schiffe, tötet alle und schickt einen Brief. Oder behalte die Schiffe, verbrennt die Typen. So, jetzt aber Ruhe. Jeff Heim. Und wir erklären den nächsten Krieg. Dum-di-dum-di-dum-di-dum. Ja, Jungspund, wir nehmen uns jetzt die Pferdmark. Und du kannst nix dagegen tun. Ja, komm von mir aus, rück du mit deinen drei Muckelmännern ab. Klar, der wird jetzt versuchen, erstmal hier oben unsere Gebiete zu besetzen. Aber das bringt ihm ja nichts, weil wir hier unten das besetzt halten, geht ja der Counter, also der Zähler geht ja für uns hoch, weil wir das Gebiet halten, das wir haben wollen. Da bringt ihm das letztlich nichts, wenn er irgendwelche Gebiete von uns da im Norden besetzt. Ist halt scheiße, dass ich die immer nur so stückweise aufessen kann, dass ich nicht einfach sagen kann, okay, pass auf, großer Krieg jetzt zwischen Mittelland und Reichland und wer gewinnt, bekommt quasi das Gebiet vom anderen. Also wir in dem Fall eben das komplette mittelländische Gebiet. Wer das auf einen Schlag, wäre das mal erledigt. Da würde es auch gleich ganz anders aussehen auf der Karte, gell? Genauso hier mit Stierland. So, das wird sich auf jeden Fall jetzt ein bisschen hinziehen, nehme ich mal stark an. Dementsprechend setze ich meinen Cut. Und dann sehen wir uns hier wieder. Bis nachher. Tschüss.